Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Two Point Hospital. Wir sind eigentlich noch recht gut dabei, glaube ich. Schon wieder. Wollen wir hoffen, dass unsere Männer gestorben. Männer und Frauen des örtlichen aber hier kommt kein Geist. Die Sache schnell in den Griff bekommen. Gut, zwei nicht, werden auf jeden Fall mal abgebildet. Ein Hubschrauber hier ganz schnell wegbringen kann. Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Wer bist denn du? Ach, du bist ja. Ach so, die haben ja so eine. Flip, 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 flip. Ach, verdammt. Wo bleiben denn meine Epidemien hier? Ich fühle mich ein bisschen betrogen. Jetzt sterben sie alle. Kann doch nicht euer Ernst sein. Ein Hausmeister wird zur Reparatur der Ultraschallkanone benötigt. Ablehnen. Hallo? Komm, den kannst du doch gleich so machen, ey. Nacktes Entsetzen. Ich bin gerade am überlegen, wir könnten es auf jeden Fall gebrauchen, ne? Ich weiß nicht, ob das so lange dauert. Bei 7 bin ich echt schon so... Nee. Schon deshalb, weil ich nicht weiß, wo die Tante ist. Wir haben nur eine Psychiaterin. Das ist das Problem. Wir haben nur eine Psychiaterin. Diagnostik. Ah, um mal ein bisschen Geld zu sparen. Jetzt habe ich keinen, der im Prinzip in den Dings hockt, oder was? Verarscht ihr mich? Wir haben nur 3 Ärzte. Einer. Oh nee, Quatsch. Wir sind Hausmeister. Ah, verdammt, ich muss noch einen Arzt einstellen. Lol. Hier. Ich glaube, jetzt wird nämlich ein Schuh draus. Wir brauchen ja 4, weil ich ja hier den Forscher ganz vergessen habe. Ha! Du bist soweit? Du bist... Okay. Schocktherapie benötigt. Ich habe das Geld nicht. Patienten nach Hause schicken. Dann sind wir nämlich schon wieder so fürchterlicher Fluch. Das habe ich gesehen, dass du davon betroffen bist, mein Freund. Ich habe das gesehen. Du auch? Du auch? Nee, du bist noch normal. Du bist auch noch normal. Einer fehlt mir noch. Ah, du. Epidemie bewältigt. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Bitte, bitte. Ich finde das gut, dass hier noch halt zu wenige sind. Ich mache das lieber jetzt hier kleinschrittig, als wenn es zu viele wären, ehrlich gesagt. Aber die könnten ruhig mal ein bisschen Dampf ablassen. Ich brauche Geld. Ich will ja nichts sagen. Könnte es auch fertig werden. Dann würde das wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Nicht so kleinschrittig hier. Immer so einen richtigen Batzen. Schocktherapie. Weil ich habe da schon wieder eingesehen, da so ein bisschen... Der muss auch so... Der muss auch so groß sein. Der Entlader. Mülltonne. Feuerlöscher. Desinfektion. Klimaanlage. Stuhl. Das Ding.
Wer muss da drin arbeiten? Ein Arzt. Kriegen wir hin. Guck mal, wir haben doch hier so einen wunderschönen Onkel... Nein! Fortfahren. Onkel Doktor. Ich bezweifle, dass ich hier noch was hinbekomme. Darum kommen da jetzt die Getränke. Ach, die Luxusautomaten kann ich mir gar nicht leisten. Komm! Danke. Und den Luxus-Snack-Automaten. So, jetzt kann ich mir nichts mehr leisten. Der ist jetzt auch noch in die Forschung, also in die Pause gegangen. Die neuen Sachen da. Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Ja, komm schon. Ja, sehr schön. Diagnostik, Weiterbildung wurde in Diagnostik abgeschlossen. Was ist denn das hier? Naja, bis jetzt läuft es ja eigentlich noch ganz gut. Bist du in der Pause oder was ist los? Hast du nichts zu tun? Was ist denn mit dir? Ist ja schrecklich mit euch. Ständig dieses... Wir müssen überall hin. Was sagt mein Kredit? Wahrscheinlich sagt er, ja, bezahl mich. Aber es läuft. Es läuft langsam. Wir machen schon Plus. Die sind nicht so hart drauf. Der Entlader kann auch mal verbessert werden. Dann hat jeder so eine Stufe wenigstens hoch. Ich habe doch hier irgendeinen Blitzen sehen. Blitz und Donner. Was ist los? Wo ist er hin? Haben sie den schon besiegt? Naja. Die Heilungsrate ist jetzt nicht so krass. Nein. Ich habe zwar einen Chirurgen, aber das muss auch nicht so arg übertrieben werden. Vielleicht könnte ich hier noch einen Raum hinbauen. Weil ich glaube, auf jeden Fall brauchen wir beim nächsten Mal einen Raum, ein Haus. Dass wir vielleicht das hier bauen. Fitness. Ganz kurz Pause. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf eine neue Reihe geschmackvoller Motivtafelservice richten, die einigen von Two Points bekanntesten Persönlichkeiten gewidmet sind. Bevor Sie fragen, ja, mein eigenes Gesicht ist auch unter Ihnen. Aha, also, sehr schön. Ob Sie mich über Ihren Kamin hängen oder mit klebrigem Pudding beschmieren wollen, verpassen Sie keinesfalls die Gelegenheit, diese limitierte Sonderausgabe zu erwerben. Wie ich höre, sind nur noch 70.000 Stück übrig. Nur noch? Nur noch 70.000. Da müssen wir echt aufpassen. So einer fehlt noch. Wo ist er hin? Ich habe ja da den Verdacht, dass einer von denen ist, ne? Könntest du vielleicht aufstehen? Wäre das im Bereich des Machbaren? Ah, du. Das haben wir auch geschafft. Ha! Und das Geld haben wir auch. Alles wie gehabt. Krankenhausstufe. Sind wir schon bei 7. Naja, besseres Personal und Weiterbildung, ne? Ist der Schlüssel zum Erfolg hier. Weil ich möchte halt ungern irgendwelche Sachen kaufen. Also irgendwelche Räumlichkeiten kaufen, die wir einfach noch nicht brauchen. Da kann mal einer hin. Die ist vollkommen in Ordnung. Du hast jetzt gerade gemacht. Ich muss halt nur aufpassen, dass mir jetzt hier nicht die ganzen Leute hier so... Das Ganze hier um die Ohren fliegt. Das Personal wird gebeten, erst Patienten und anschließend sich selbst zu
So sieht das. In der Psychiatrie wird ein Arzt verlangt. DNS-Labor. Mach mal Pause. Wir haben das Geld. Ich weiß nicht, ob wir den Platz haben. Weil das braucht ja auch so unglaublich viel Platz. Ne? Das war auch 4 hoch. Ja, so funktioniert das nicht. Also wie gesagt, das ist so total eng hier. Ich hasse das. Nur irgendwas müssen wir ja machen. Das geht so nicht. Giftmüllbehälter, Feuerlöscher 2 Stück. Das Desinfektionsding. Und die große Klimaanlage. Ach, und ein Dings brauchen wir auch noch. Das eigentlich nicht, aber ich wollte eigentlich den Stuhl haben. Ja, das verkaufen wir 2 ungültige Objekte. Dann. Tim. Ich brauche noch hier 1, 2, 3 und ein bisschen was zum Lesen. Den Broschürenständer. Ist ein bisschen langweilig, ich weiß, aber das ist mir total Latte. Habe ich denn überhaupt einen für den... Ja, habe ich. Aber wir könnten vielleicht noch den einen oder anderen nochmal für das DNA-Ding in Kenntnis setzen. In Genetik. Ich glaube, das kann ich mir gar nicht leisten. Nee. Ja, jetzt sind wir schon im Minus. Und jetzt werden schon wieder hier mehr Leute. Ich fui Teibel. Jetzt sind hier schon wieder mehr Leute am Start. Also den Chirurgen hole ich jetzt. Also ich habe ja die Chirurgen, das ist ja nicht das Problem. Aber den müssen wir leider nach Hause schicken. Hallo, habe ich dich nicht nach Hause geschickt? Ein Arzt zum DNS-Labor, bitte. Wir haben nur einen, der im DNS-Labor arbeiten kann. An dem... Passiert ja eh automatisch. Personal, der gerade in der Pause ist, muss jetzt leider immer mal sofort da arbeiten. Ach Mensch, was ist denn los? Wartung im Pausenzimmer erforderlich. Hier sterben zu viele Leute. 40. Ich brauche erstmal ein bisschen Geld, bevor ich hier überhaupt irgendwas baue. Ich hätte den einen noch. Ich hätte den einen noch weitermachen können. Weiterbilden können. Das wäre vielleicht besser gewesen. Wo sind die Epidemien, wenn man sie mal braucht? Patienten nach Hause schicken. Erzählt mir das mal. Tch, 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 tch.
Genetik finde ich sehr wichtig. Mir fehlt echt das Geld. Das ist so krass. Fürchterlicher Fluch. Das wäre die, die so mumifiziert laufen. Die läuft aber noch ganz normal vor sich hin. Nein, nicht den Katzenteppich, du. Ein Arzt in die Forschungsabteilung, bitte. Ich sehe hier keine Leute laufen. Nicht die, die ich nicht schon angetatscht habe. Das sind 5. Stopp. Sind es 8? Moment, stopp. Ich habe dich gesehen, wie du so läufst. Ich werde ihn nach Hause schicken. Es ist einfacher, wenn ich euch ein bisschen laufen sehe. Muss ich gestehen. 4. Das könntet ihr zwei sein. Ja. So. Halt, stopp. Ich weiß, dass du auf jeden Fall infiziert bist. Nein. So, noch einer. Und wo ist er? Epidemie bewältigt. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Okay. Passt. Ich habe keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal okay. Ich hätte, glaube ich, lieber den hier. Was ist denn los? Ich wollte gerade sagen, warum geht denn hier keiner? Kann doch nicht wahr sein. 1, 2, 3, 4. Und du musst nicht. Du musst auch nicht. Du kannst zur Apotheke. Du kannst zur Entwesungsanlage. Solange es ja nur so ein paar Leute sind, die hier so rumlaufen, ist es ja eigentlich noch vollkommen in Ordnung. Jetzt bin ich arg im Bedrängnis. Hier sind es aber noch 5. Krankes Hand des Mieders. Genetik wurde abgeschlossen. Personal, den kann ich die eine Dame hier nämlich auch wieder auf alles setzen. Vielleicht sollte ich aber auch nur einen Psychiater dazu holen. Schon wieder mal ein Toter. Sagt hier deine Forschung. Du kannst. Den ist, manchen ist einfach zu warm. Das ist zwar sehr schade, aber was soll ich machen? Wenn ich doch. Die doch nicht heilen kann. Patient erstmal nach Hause schicken, weil ich das Geld nicht habe. Ich weiß, jetzt ist das mit dem Komfort hier so ein bisschen kacke, aber das ist nicht schlimm. Dann wissen wir jetzt, dass ich auf jeden Fall als nächstes die Chirurgie bauen muss. Und die Chirurgie und dieses Streckding. Was auch immer das ist. Das da mit der Schildkröte. Es ist ein bisschen ärgerlich, einfach weil
das DNA-Ding auch für Diagnose wichtig ist. Finde ich das immer so ein bisschen so. Schildkrötensyndrom, ja, Strecksal. Entenschmute. Da hoffe ich doch mal, dass mal ein bisschen Geld einfließt jetzt langsam. Instandhaltung für die Schocktherapie erforderlich. Wie läuft da noch? Das DNA-Ding muss mal. Weil jetzt haben wir zum Beispiel, fehlt uns ein Psychiater einfach. Was könnte ich denn bauen? Könnte ich die Chirurgie bauen? Nee, eine Strecksäule kann ich nicht, aber eine Chirurgie könnte ich bauen. Würde aber sehr, sehr, sehr knapp werden. Mit dem Geld, was ich bräuchte, habe ich nicht. Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Dann erstatten wir noch lieber. Dann sind wir gleich im Minus, ne? Minus 28. Machen wir folgendes, den nehmen wir halt wieder auf, können aber dann beides bauen. Hoffe ich zumindest, dass es dann beides geht. Die Chirurgie braucht nur so wenig? Verarsch mich doch. Du kommst da hin. Du kommst da hin. Waschbecken. Der Monitor, der Arzneischrank, Giftmüll, Desinfektion und die Klimaanlage. So, einstellen. Ein Psychiater, Krankenpflege und dann Strecksal können wir gerade noch so. Aber gerade noch. Also der braucht 4. Bäh, 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 bäh. Braucht der 4. So. Giftmüllbehälter. Feuerlöscher. Desinfektion. Heizkörper. Ach, da bin ich schon drüber. Ja. Weil ich ja noch ein Dings eingeschaltet habe. Flu. Dich habe ich gesehen, mein Freund. Dich habe ich auch gesehen. Könnte einer von euch drei mal bitte aufstehen, damit ich das so besser sehen kann? Ach, und du. Epidemie unter Kontrolle. Ha! Gute Arbeit. Dankeschön. Jetzt können wir aber den Strecksaal bauen. Jetzt können wir den Strecksaal bauen und das Gute ist, dann können wir auch gleich eine Toilette da auch bauen. Wir müssen die nämlich da nicht so rumrennen. Und die Stichpalme. So. Was brauchst du? Du brauchst einen Arzt. Das ist ja nicht das Problem. Aber doch bestimmt irgendwo. Hier. Du kriegst die violetten Bänke. Hier meine Toilette. Kann ich mir das leisten? Ja, ich kann es mir leisten.
So. Der Luxusgetränkeautomat. Der Snackautomat. Desinfektions. Das habe ich nämlich gar nicht hier auf die Hitze geachtet, ne? So, ich denke, das geht schon mal so in Ordnung. Ich denke, das funktioniert. Es gibt beunruhigende Nachrichten vom Ausbruch einer ansteckenden Krankheit in Two Point County. Okay. Wollen wir hoffen, jeder dass kann alles machen. Die tapferen Männer und Frauen des örtlichen Krankenhauses die Sache schnell in den Griff bekommen. Falls nicht, wollen wir hoffen, dass mich ein Hubschrauber hier ganz schnell wegbringen kann. Stell dich nicht so an. Ich habe doch alles im Griff. Das ist ja nicht das Problem. Ich habe doch alles. Alles, was das Herz begehrt und noch viel mehr. Genau. Gut, dann beende ich hier diesen Part. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.